hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Konrad. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Sternensaat-Erfahrung, Merkmale und Charakteristiken. Veröffentlicht am 26. April 2016 von Clara Hebert. Danach bearbeitet, erschienen auf www.dimension1111.com. Mit dieser Lesung möchten wir ein kleines Jubiläum begehen. Es folgt der Text, welcher am 26. September 2016 Konrads Erwachen auslöste. Seine damalige Selbsteinschätzung war, eine gescheiterte Existenz zu sein. Trotz guter Studienabschlüsse gab es nur ein andauerndes, prekäres Sich-über-Wasser-Halten. Gleichzeitig traten aber immer öfter Synchronizitäten auf zwischen den Motiven seiner Ölgemälde und der Außenwelt. Dies waren kurze Momente der Hoffnung. Von Sternensaaten hatte Konrad bis dahin keinen blassen Schimmer und war daher überzeugt, mit seiner Biografie alleine zu sein. Dies sollte sich mit dem folgenden Text und der Spiegelung seines in Arbeit befindlichen Gemäldes schlagartig ändern. Die Sternensaat-Erfahrung. Merkmale und Charakteristiken. Egal, wo sich eine Sternensaat aufhält, da ist immer ein Gefühl von Heimweh. Sie wissen, wie sich ihr Zuhause anfühlt, auch wenn sie es nicht ausdrücken können, und sie wissen, dass ihr Haus das nicht ist. 1997 sah ich mir im Kino den Film Contact mit Jodie Foster an. Mithilfe einer Hyperraumsprungmaschine gelangte sie an einen Strand auf einem Planeten im Sternbild Vega. Als ich den friedlichen Ozean und das bunte Firmament sah, spürte ich in meiner Brust einen nie dagewesenen Schmerz aus Heimweh. Auch heute noch berühren mich diese Filmszenen sehr. Schon als Kind haben sich Sternensaaten immer anders gefühlt, als ob sie einzigartig wären und andere sie nicht verstehen könnten. Sie fühlten sich von der Welt abgegrenzt, als ob es ein ständiger Kampf zwischen denen und ihnen wäre. Einen ständigen Kampf würde ich es nicht nennen. Es wäre mir zu dramatisch. Dafür konnte ich mich als Kind zu gut alleine beschäftigen. Es war mehr ein ständiges Werben um die Gunst anderer, das an einer Glaswand abprallte. Viele Sternensaaten verbringen ihre Zeit lieber allein mit der Natur und mit Tieren als mit anderen Kindern. Der Grund dafür ist oft das Gefühl, anders zu sein als andere oder das Gefühl, dass sie keine Beziehung zu anderen Kindern aufbauen können. Eine Beziehung aufzubauen ist nicht so einfach, wenn man beispielsweise ein knappes Jahrzehnt von allen Kindergeburtstagen und später den Partys ausgeladen wird. Viele Sternensaaten fühlen sich in der Gesellschaft von Erwachsenen wohler und werden oft als reif für ihr Alter angesehen. Reif? Man nannte mich altklug. Dennoch gab's in meiner Schulzeit Menschen, die ich zu Hause besuchen durfte. Meine Kunstlehrerin. Trotzdem wachsen viele Sternenkinder mit dem Gefühl auf, missverstanden zu werden und tragen manchmal aus Gründen, die sie nicht verstehen, eine schwere Traurigkeit in ihrem Herzen. Wenn ich missverstanden wurde, habe ich dann immer versucht, noch fantasievoller und origineller zu sein, weil ich dachte, im größeren Zusammenhang versteht man es besser. Aber die Einrichtung einer Sternensaatenwohnung stammt nicht aus dem schwedischen Katalog, sondern kommt als eine eigene Welt daher, voller Dinge von ideellem Wert und viel selbstgebasteltem. Mir ist es jedes Mal eine besondere Freude, einen mir nahestehenden Menschen zu Hause zu besuchen und dann Dinge zu entdecken, die sie seit 35 Jahren nicht verändert haben und an denen gemeinsame Erinnerungen hängen. Mit dem Bewusstsein, dass alles im Universum beseelt ist,
bekommen nicht nur Puppen und Figuren, sondern auch Haushaltsgegenstände von Sternensaaten Vornamen. Mein Lieblingssofa hat den Namen Friedemann, mein Fahrrad Rover, nicht englisch Rover, sondern polnisch Rower für Fahrrad. Ach ja, und er nennt ja sein Motorrad Hildegard. Ich bin nicht allein. Sternensaaten fühlen sich von Natur aus von der Erforschung des Weltraums und von Science Fiction angezogen. Vom Glauben an empfindungsfähiges Leben in fernen Galaxien bis hin zur Wissenschaft hinter den Raumschiffen. Es sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass bis in die 1990er die etablierte Wissenschaft die Existenz von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems kategorisch verneinte. Für mich klang aber die Ansage von der Brücke der Enterprise natürlicher und wahrhaftiger. Captain, in Kürze erreichen wir das Arcturus-System mit 3 Klasse-M-Planeten. Fernsehsendungen und Filme wie E.T., Star Wars und Star Trek geben Sternensaaten Trost, auch wenn sie es vielleicht nicht in Worte fassen können. Für mich waren die Star Trek-Folgen mit Captain Picard kein Science-Fiction, sondern eine Art intergalaktische Lindenstraße in Dimensionen und Möglichkeiten, die mir aus dem Herzen sprachen. Die meisten, wenn nicht alle Sternensaaten fühlen sich stark vom Weltraum angezogen und lieben es, die Sterne, Planeten, den Mond und so weiter zu beobachten und fühlen sich innerlich berufen oder mit dem Kosmos verbunden. Mein Indianerzelt legte ich seitlich auf den Rasen und kroch mit meiner Foxterrierhündin hinein. Fertig war die kegelförmige Apollo-Kapsel. Die meisten Sternensaaten fühlen sich von der mystischen Seite des Lebens und der Natur angezogen und fühlen sich zu alten Kulturen, heiligen Städten und Monumenten wie Stonehenge und den Pyramiden hingezogen. Als 8-Jähriger hatte ich einen Traum, in dem ich durch hohe, schmale, steinerne, fensterlose Gänge wandelte und den Ruf eines Falken vernahm. Dann schritt der etwa 5 Meter große, falkenköpfige Gott Horus an mir vorbei. Viele schwingen mit und fühlen ein Gefühl der Vertrautheit in Bezug auf bestimmte alte Zivilisationen oder Zeitabschnitte wie Atlantis oder Lemuria. Viele fühlen oder erinnern sich an vergangene Leben während dieser Zeiten. Noch im Grundschulalter fand ich im Bücherschrank meines Vaters eine Geschichte von einem Mann namens Otto Muck, der beschrieb, dass ein Kometeneinschlag in den mittelatlantischen Rücken eine Insel zum Untergang gebracht haben müsse. Seitdem habe ich meine atlantischen Wurzeln gesucht und sie 2018 unweit der antarktischen Halbinsel gefunden. Man hat Sternensaaten gesagt, dass sie eine alte Seele sind und sie stimmen dem zu. Du fühlst dich durch und durch alt. Sehr oft hält man mich vom ersten Eindruck her für kindlich und natürlich kindisch. Nun, als alte Seele ist man über Machtkämpfe und Hierarchien schon lange hinweg. Allerdings fallen einem die Konkurrenzkämpfe der Arbeitswelt besonders schwer. Ach, daher das prekäre Einkommen. Sternensaaten sind unglaublich intelligent, aber von der traditionellen akademischen Welt schnell gelangweilt. Haha, ich gelangweilt? Dafür fühlte sich die akademische Welt durch meine Ideen beleidigt. Ich habe 2-mal an der Uni die schlechteste Note in der Geschichte des Fachbereichs bekommen. Und danach bekam ich aber 2 heimliche Entschuldigungen. Sternensaaten machen paranormale oder übersinnliche Erfahrungen. Vielleicht einen Geist gesehen, die Gedanken anderer gehört, Träume gehabt, die Wirklichkeit wurden. Übersinnlich bedeutet doch außerhalb der akzeptierten 5 Sinne. Und damit wären wir bei dem so oft gehörten Satz, das bildest du dir nur ein. Ich habe höhersinnliche Erfahrungen. Sternensaaten haben das Gefühl, eine Aufgabe oder Mission zu erfüllen,
aber sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Bis zu diesem Video vom 26. September 2016 tappte ich über den Sinn meines Lebens wirklich im Dunkeln. Sternensaaten haben das Gefühl, mehr tun zu können, aber sie ärgern sich über ihre Einschränkungen. Das liegt daran, dass Sternensaaten sich an viel mehr Freiheit in ihrer physischen Form erinnern. Die physischen Grenzen ihres Körpers frustrieren sie oft. Ich habe schon zigmal geträumt, ich hätte meine Arme auf und ab bewegt und wäre dann wie selbstverständlich in 5 Metern Höhe weiter geflogen. Und jedes Mal im Traum stelle ich mir dann die Frage, warum hast du das vergessen? Ist doch ganz einfach. Für Sternensaaten muss das Lebensthema nicht unbedingt Nachwuchs sein, sondern auch karmische, familiäre Situationen aufzulösen, was für den 5D-Übergang sehr wichtig sein kann. In den 1990ern lernte ich in einer Werbeagentur eine wundervolle, wunderbar verrückte Grafikerin kennen, die sich in einer Rückführung 2017 als meine atlantische Ehefrau entpuppte. Als sie mir unterschwellig entschuldigend sagte, sie hätte keine Kinder, weil sie sich nur um das Familienkarma gekümmert hätte, habe ich sie getröstet, dass letztere Aufgabe genauso wertvoll sei und ich dieselbe Aufgabe hätte. Sternensaaten inkarnieren oftmals bewusst in problematische Familienkonstellationen. Vielleicht fühlen sie sich sogar innerhalb ihrer eigenen Familie isoliert. Unsere Eltern, beide, schwierige Kindheit, Zweiter Weltkriegstrauma, gescheiterte Republikflucht. So versuchten wir, gute Eltern zu sein, für unsere Eltern. Sternensaaten haben nur sehr wenige Freunde, aber die, die sie haben, scheinen sie zu verstehen, ohne dass sie eine Erklärung brauchen. Ich habe sehr wenige, aber sehr gute Freundinnen und Freunde. Was gibt es Schöneres als eine Grußkarte mit den Worten »Vielen lieben Dank für 30 Jahre Freundschaft«? Gemeint sind die ersten 30 Jahre. Tiere vertrauen ihnen und fühlen sich von Natur aus zu ihnen hingezogen. Sie verstehen sie so gut, dass es sich anfühlt, als könnten sie mit ihnen kommunizieren. Eines meiner Wunschbilder für die Welt, in der wir bald leben werden, ist, dass die Singvögel ihre Scheu verlieren und zu mir auf den Balkon kommen. Ein bisschen wie bei Franz von Assisi. Seit 2021 singen die Amselhähne überall doppelt so laut. Auch der Amselkönig in meinem Hof. Im Juni diesen Jahres setzte ich mich spontan an den Schreibtisch, um eine Flagge für das Amselkönigreich zu gestalten. Auf einen Kaffee ging ich dann in meine Küche und sah, wie der Amselkönig minutenlang im Balkonblumenkasten meiner Flagge seine Aufwartung machte. Schon in jungen Jahren hast du die Gesellschaft in Frage gestellt und bist immer noch verblüfft darüber, dass andere ihre Fehler nicht sehen. Schon seit meiner Schulzeit wundere ich mich, dass die Mehrheit einen Schnupfen nicht von einer gefährlichen Influenza unterscheiden kann. Und nicht nur von Schnupfen. Der erste Eindruck, den die Leute von dir haben, ist oft unnahbar oder kalt. Aber wenn sie dich erst einmal kennengelernt haben, halten sie dich für einen der liebevollsten Menschen, die sie kennen. Fremde Menschen sprechen oft über ihre Probleme, ohne sich dessen bewusst zu sein. Bingo! Wenn es hart auf hart kommt, ist mein Humor so makaber, dass alle vor Schreck gefrieren. Aber seit Jahren fällt mir auf, dass meine bloße Anwesenheit in einem Raum einen Streit schlichtet. Immer wieder kommen aus dem Nichts an den ungewöhnlichsten Orten Menschen auf mich zu, um ihr Herz auszuschütten. Du meidest große Menschenansammlungen und findest es schwer, mit Menschen in großen Mengen umzugehen, sogar mit Freunden. Menschen sind für sie überwältigend und ihre Gefühle und Handlungen wirken chaotisch. Bis zum heutigen Tag habe ich noch nie ein Stadion betreten. Alle Versuche, einer Clique oder
eines Büro-Kollegenkreises teilzuwerden, endeten mit einem intriganten Rauswurf. Ihr physischer Körper ist für Ärzte ein Rätsel. Er funktioniert anders als der eines jeden anderen und die medizinische Welt tut sich schwer, ihn zu verstehen. Das kann sich in so kleinen Dingen wie einer unterdurchschnittlichen Körpertemperatur oder der Unfähigkeit, Hitze zu ertragen, äußern. Das Ergebnis meines medizinischen Komplettchecks im Alter von 50 Jahren war, dass trotz meines erfahrungsreichen Lebenswandels meine inneren Organe im Zustand eines 25-Jährigen waren. Anstatt mich als medizinisches Wunder weiterzureichen, sagte der Arzt voller Begeisterung etwas wie: Sie stören den Betriebsablauf. Vielleicht haben Sie irgendwo am Körper ein auffälliges Muttermal oder einen Leberfleck. Manchmal haben Sie ein paar Muttermale oder Sommersprossen, die ungewöhnlich aussehen oder sogar eine ungewöhnliche Form, ein ungewöhnliches Design oder Muster haben. An der Außenseite meines Oberschenkels habe ich ein briefmarkengroßes Muttermal. Dort traf mich entweder in der Antike ein Speer oder ein Granatsplitter im Zweiten Weltkrieg. Viele Sternensaaten empfinden eine Abneigung gegen helles und unnatürliches Licht. Sternensaaten finden Frieden und Trost im natürlichen Sonnenlicht. Oh, da wird mir bewusst, wie lange ich schon keiner Neonröhre mehr ausgesetzt war. Das schönste Sonnenlicht, das den Himmel milde in Opaltönen erhält, finde ich im Norden, in Skandinavien. Viele Sternensaaten haben ein scharfes Gehör oder einen überdurchschnittlichen Hörbereich. Sie können extrem geräuschempfindlich sein und lauter oder chaotischer Lärm stört sie sehr. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Sternensaaten manchmal seltsame oder ungewohnt hohe Frequenzen oder Töne in einem ihrer Ohren hören. Bei einer Sache bin ich mir zu 100% sicher. Auf der neuen 5D-Erde wird es keine Laubbläser geben. Schön hingegen ist das Bewusstsein, dass wenn es im Ohr pfeift, man gerade einen kosmischen Download erhält. Viele Sternensaaten reagieren extrem empfindlich auf Alkohol, Drogen und typischerweise auch auf Medikamente, während andere dazu neigen, eine extrem hohe Toleranz gegenüber solchen Dingen zu haben. Alle diese körperlichen Neigungen können je nach Individuum variieren und im Laufe der Zeit schwanken. Dies trifft auf die meisten Menschen zu, aber Sternensaaten neigen zu einem höheren Risiko und müssen versuchen, den Rückzug in den Eskapismus zu vermeiden, der den Missbrauch von Substanzen beinhaltet, um mit der Realität fertig zu werden oder mit Schmerzen fertig zu werden. Dies kann die Vision der Sternensaaten trüben und ihren Fortschritt verzögern. Aber wenn es früh im Leben geschieht, kann es oft zu tiefen Einsichten und lebensverändernden Erfahrungen führen, die den Weg für ihr späteres Erwachen ebnen. Je erwachter ein Starseed wird, desto weniger ist er auf bestimmte chemische Substanzen angewiesen, begehrt sie oder kann sie sogar tolerieren. Die meisten treffen dann bewusste und positive Entscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheit im Allgemeinen. Na, dann war 2012 bei mir früh im Leben. 2019 erfuhr ich, dass meine Erfolgsaussichten 2012 bei 1 zu 500 lagen. Mir war also 2016, als ich dieses Video sah, nicht bewusst, dass ich ein siegreicher Mr. 501 war. Die meisten Sternensaaten sind auch als junge Erwachsene noch Nachteulen und bleiben gerne länger auf als der Durchschnittsmensch. Sternensaaten empfinden nachts ein friedliches Gefühl der Einsamkeit und Klarheit. Ach so, da bin ich also gar nicht undiszipliniert und faul. Warum nur blicken eigentlich Frühaufsteher immer auf Abendaktive herab und nicht umgekehrt? Passend zur Weltübergangszahl 1111
bin ich an 16 Stundentagen immer zwischen 11 und 23 Uhr voll präsent. Zwar fängt der frühe Vogel einen Wurm, doch die Eule maust. Sternensaaten können den Schmerz eines anderen wie ihren eigenen empfinden. Ich konnte mir noch nie Horrorfilme ansehen, geschweige denn Aufnahmen von echten Bluttaten. Bilder von eingefersten Tieren, maschinell geschälten Bäumen sowie Braunkohlebaggern, Kopfkino. Viele Sternensaaten fühlen sich zu den Farben Indigo und Violett, Blau, Grün und besonders zu helleren und sanfteren Farben wie Himmelblau, Thiel und Lavendel hingezogen. Ist es nicht bemerkenswert, dass kein einziger Staat der Erde Violett als Farbfläche seiner Nationalflagge hat? Die Farbe des Kronenchakras steht für Einheit und bedingungslose Liebe, nicht für Teile und Herrsche. Sternensaaten fühlen sich von der Energie und Schwingung der Natur und von natürlichen Wetterphänomenen wie Gewittern, Blitzen, Wasserfällen und der Meeresbrandung angezogen. Die schönsten Geräusche auf diesem Planeten sind Meeresbrandung und Gebirgsbäche. Sternensaaten haben ein inneres Wissen, das Richtige zu tun, auch wenn diese Dinge nicht gelehrt wurden. Ich hatte von klein auf eine totale Abwehr, wenn ich durch Lügen überzeugt werden sollte. Sternensaaten neigen auch dazu, prophetische Träume oder Visionen zu haben, die sich später bewahrheiten. Manchmal sind diese Träume und Visionen nicht immer wortwörtlich oder direkt und können symbolisch als Metapher erscheinen. Meine Gemälde sind Wimmelbilder aus Symbolen und Metaphern. Sternensaaten können diese Einheit in der Natur und in der Nähe anderer bewusster Seelen spüren. Nachdem man sich wieder bewusst gemacht hat, dass alles Bewusstsein hat, geschehen wundersame Dinge. Zwischen den Tropfen des sommerlichen Dauerregens 2021 schickte mir Mutter Erde die Nachricht: Du verstehst, dass ich mich reinigen muss. Andere sind Sternensaaten gegenüber oft misstrauisch oder fühlen sich in ihrer Gegenwart unwohl. Die Menschen wissen instinktiv, dass du anders bist, können aber nur schwer in Worte fassen, warum. Die stärkste Ablehnung kam von meinen Gesprächspartnern in Vorstellungsgesprächen. Sobald ich den Raum betrat, rutschte meinem Gegenüber die Kopfhaut hinter die Ohren. Was ich dann noch sagen konnte, war in diesem Moment bereits egal. Es gibt zwar viele verschiedene Vorstellungen über die Herkunft der Sternensaaten, aber ihr Zweck ist klar. Sie sind auf der Erde, um der Menschheit zu dienen. Sie sind nicht hier, um zu lernen oder die Menschen zu studieren, sondern um unsere Gesellschaft in ein neues Zeitalter zu begleiten. Auch wenn Wissenschaftler den Glauben an die Sternensaaten immer in Frage stellen werden, können sie ihre Existenz niemals widerlegen. Oder besser gesagt, die Wissenschaft hat das Phänomen Sternensaaten schon seit den 1980ern erkannt, nennt es aber, zum Beispiel an der Stanford-Universität, Contactee und lässt inzwischen Videos dazu gezielt löschen. Die DNA protokolliert jede unserer Inkarnationen, wobei bei einem außerirdischen Kontakt ein unverwechselbarer, fälschungssicherer Marker gesetzt wird. Schauen wir uns die Bewusstseinsmerkmale dieser Contactees an, sind sie mit Sternensaaten deckungsgleich. 2016 hatte ich, schauen wir mal, Telepathie fast täglich, Außerkörper kommt gleich, Nahtod bitte nicht nochmal, Download dauernd, Geistwesen nicht oft genug, Akasha-Chronik, ja, mit Akasha-Bibliotheksausweis. Das Außerkörpererlebnis folgte dann 2018, als ich den neuntdimensionalen arcturianischen Rat um einen Beweis für seine Existenz bat.
Eine halbe Stunde nach dieser Bitte schwebte ich durch meine Wohnung in 2,50 Meter Reiseflughöhe und landete aber wieder sicher in meinem Körper. Großes Gelächter in 9D. Sternensaaten haben die Fähigkeit, sich emotional oder spirituell viel schneller zu entwickeln als ihre Mitmenschen. Ihr Sinn für Moral hält sie auf dem Boden, selbst wenn sie mit Emotionen konfrontiert werden, die für andere schwer zu bewältigen sind. Moral bedeutet eben nicht, auf 25 Jahre Berliner Nachtleben zu verzichten, sondern beim Angriff auf den freien Willen und die körperliche und seelische Unversehrtheit von Quellenergiewesen konsequent Nein zu sagen. Bis hierhin war dieses Video für Konrad schon auffühlend genug, hatte er doch von 48 Sternensaaten-Eigenschaften gefühlt mindestens 45 Übereinstimmungen. Doch das größte Alltagswunder sollte sich erst jetzt manifestieren. Konrads noch feuchtes Gemälde stand links neben dem Bildschirm. In den mutmachenden Schlussworten erschien eine Illustration zum Stichwort Synchronizitäten. Achtet auf den Weltallhintergrund, das purpurne Sternentor, Planet Erde, den Mann wie ein Baum und die sieben bunten Chakrasphären. Ganz gleich, liebe Sternensaat, ob du dich im Prozess des Erwachens befindest oder bereits vollständig erwacht bist. Halte deine spirituelle Arbeit auf einer inneren Ebene aufrecht. Folge den Synchronizitäten, denn sie werden dich leiten. Öffne dich weiter, erweitere deinen Geist und dein Herz. Und ganz gleich, welche unerwarteten Umstände in deinem Leben eintreten, und besonders, wenn du dich in einem Tief der Depression befindest, dich einsam oder unverstanden fühlst, vergiss nie, wer du bist. Jede Erfahrung deines bisherigen Lebens war wertvoll. Es gab kein Scheitern. Die wichtigsten Aufgaben hast du noch vor dir. Daraufhin bekam ich einen dreitägigen seelischen Ausnahmezustand. Eine Achterbahnfahrt aus Rührung, Erleichterung und Dankbarkeit. Kurz gesagt, der Bruch des Drei-Schluchzen-Staudamms. Trotz meines neu gewonnenen Optimismus hatte ich 2016 nicht im Entferntesten eine Vorstellung davon, wie sich unser menschliches Bewusstsein in den nur 5 Jahren bis heute erweitern würde. Im Vergleich zu 2016 haben sich alle Bereiche meines Lebens verbessert, was man allerdings nicht in Zahlen messen kann. Auf dem Gemälde von 2016 habe ich den Austausch mit meinen Geistführern und meiner Seelenfamilie dargestellt. Jedoch fehlen die Beziehungen zu den Sternenvölkern. Ich konnte damals nicht ahnen, wie wunderbar und selbstverständlich sich der Austausch mit unseren kosmischen Nachbarn in nur 5 Jahren entwickeln würde. Die herausfordernden Ereignisse von 2020 und 2021 haben mir nochmals klargemacht, dass jede Erfahrung meines bisherigen Lebens dazu diente, nun ein Fels in der Brandung zu sein. Wer dieses Video gefunden hat und bei wem es im Herzen mitschwingt, den heiße ich auf einer Zeitlinie in eine goldene Zukunft mit offenen Armen willkommen. Herzlichst, euer Konrad. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.